Buch 2 Episode 5 Wahre Alchemie. A. Es geht nichts über frische Luft. Die Monstervernichtung im ersten Minenschacht war ohne Zwischenfälle vorüber, und Hughes lächelte zufrieden, als wir wieder draußen waren. Wir haben keine Zeit, die Luft zu genießen, wir müssen zurück und einen Bericht schreiben. Ich weiß. Aber danach ist es gerade noch rechtzeitig zum Mittagessen. Noch eine Pause, juhu! Sie riefen uns zu, und wir gingen alle gemeinsam zum Eingang der Minen. Dort befand sich ein Platz, der für den Transport von Erzen und Bergbauwerkzeugen in die und aus der Mine genutzt wurde, und im Gegensatz zu anderen mit Felsbrocken übersäten Plätzen war dieser hier ordentlich geebnet. Heute war die Kutsche dort geparkt und diente als Treffpunkt, aber früher, als das Bergwerk noch in Betrieb war, gab es hier offenbar einen Pausenraum für die Angestellten. Oh! Wir bahnten uns unseren Weg durch wildes, hüfthohes Gras, gingen Hügel hinauf und an felsigen Stellen entlang, wo der Wind gelegentlich stark blies. Eine Seite des Weges war eine Klippe, was wahrscheinlich auch eine Rolle spielte. Ohne jeglichen Schutz fühlte sich der Wind, der von den Sonnenstrahlen erwärmt wurde, wie Freiheit und Komfort an. Als ich einen Blick in die Richtung warf, aus der der Wind wehte, sah ich die Straße vor mir, die wir auf unserem Weg von Gimultown aus benutzt hatten. Unter dem klaren blauen Himmel ohne eine einzige Wolke war die gerade Straße, die sich durch das überwucherte Grün zog, ein ruhiger Anblick. Junger Meister! Bitte seid vorsichtig. Die Klippe liegt in dieser Richtung. Vielen Dank. Ziff gab mir eine Warnung. Zu nahe heranzugehen, wäre sicherlich gefährlich. Es war auch schwer, vor lauter Gras meine Füße zu sehen. Als ich nach unten sah, erblickte ich große Mengen an Erde und Kies, die grob unter der Klippe aufgehäuft waren. War es das, was man eine Abraumhalde nannte, ein Berg, der aus der Erde einer Mine entstand. Ich hatte so etwas noch nie mit eigenen Augen gesehen. Man konnte es nicht als schön bezeichnen, aber die rote Erde, aus der stellenweise Unkraut wuchs, vermittelte ein Gefühl von der Vitalität der Natur. Allerdings. So eine Schande. Sie sagten, die Eisenproduktion dieser Mine sei bereits auf Null gesunken. Aber was, wenn nur die Erze verschwunden waren, während der Eisengehalt im Boden erhalten blieb? Dieser rote Dreck war die Farbe von Eisenoxid, die Farbe von Rost, nicht wahr? Ich könnte ihn wahrscheinlich mit Alchemie in Eisen verwandeln. Aber ich schätze, das würde nicht funktionieren, wenn Alchemie als zwielichtige Tätigkeit von Betrügern angesehen wird. Während ich über solche Dinge nachdachte, kamen wir am Sammelplatz an. Aus irgendeinem Grund warteten Reinhard und Elise am Eingang. Willkommen zurück. Wie ist es gelaufen? Mutter. Vater, ich habe viele Höhlenschrecken besiegt. Hem, es scheint gut gelaufen zu sein. Ryoma hat sie daran gehindert, sich mir zu nähern, so dass ich meine Magie mit Leichtigkeit einsetzen konnte. Er hat sogar noch mehr besiegt als ich. Du hast sie beschützt, Ryoma. Vielen Dank dafür. Aber gab es wirklich so viele Höhlenschrecken? Es schien, als wäre der Minenschacht, in den wir gegangen sind, ein Höhlenschreckennest gewesen. Es gab kein einziges anderes Ungeheuer. Verstehe, wie wäre es dann, wenn ihr nach dem Mittagessen in einen anderen Minenschacht geht? Möchtest du dieses Mal mit uns gehen? Ich möchte auch Elia und Ryoma kämpfen sehen. Wirklich. Ich werde mein Bestes geben. So, so. Aber zuerst ist es Zeit für das Mittagessen. Die anderen sollten auch bald zurück sein. Erzählt mir die Einzelheiten über den ersten Schacht, während wir warten. Wir gaben also unseren detaillierten Bericht ab und aßen zu Mittag. Der zweite Schacht sollte bis danach warten. Wo wir gerade dabei sind, worüber hast du vorhin nachgedacht? Vorhin?
Während des Mittagessens mit den vier Mitgliedern der Familie Jamil. Wir unterhielten uns ganz normal über unsere Gedanken vom Morgen und Elias Kampfstil, als sie das Thema wechselte und mir diese Frage stellte. Aber ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprach. Du hast dir vorhin die Landschaft angesehen und gesagt, dass es schade ist. Oh, damals. Jetzt verstand ich es, aber es war ein bisschen schwierig zu antworten. Nein, es war nichts. Ah, das war überhaupt nicht überzeugend. Selbst ich merkte, dass meine Worte nicht der Wahrheit entsprachen. Wie verdächtig. Sehr verdächtig. Du bist nicht gut im Lügen. Nicht wahr? Ist es etwas, das du nicht sagen kannst? Du kannst sagen, was du willst, ohne dich zurückzuhalten, verstehst du? Es machte mir wohl nichts aus, diesen Leuten zu sagen. Weißt du noch, worüber ich in der Kutsche auf dem Weg nach Gimul gesprochen habe? Über das Salz. Ah. Ich verstehe. Es ist in Ordnung, es sind nur wir, Saibas, Araune und Lilian hier. Araune und Lilian werden auch kein Wort sagen. Verstehe. Dann werde ich es dir sagen. Weißt du, wie ich Alchemie anwenden kann? Das hast du schon gesagt. Reinhard war derjenige, der mir antwortete, aber meine Aufmerksamkeit war auf Araune und Lilian gerichtet. Die beiden reagierten leicht überrascht auf die Erwähnung der Alchemie, aber ich konnte keine Abscheu erkennen. Erleichtert fuhr ich fort. Richtig, und so? Diese Mine wird demnächst aufgegeben, nicht wahr? In der Tat. Das Verfahren dafür ist abgeschlossen. Stimmt etwas nicht damit? Ich glaube, man kann immer noch Eisen daraus gewinnen. Wenn man Alchemie einsetzt. Diesmal ließen meine Worte alle erstarren. Ist das wahr? Ja. Ich habe euch doch erzählt, wie ich das Gift aus dem Salz im Wald von Ghana entfernt habe, oder? Das hast du. Eisen kann auf die gleiche Weise aus dem weggeworfenen Dreck entfernt werden. Die Farbe des roten Schmutzes ist wahrscheinlich Eisenrost. Du weißt, dass dein Schwert rostet, wenn du es im Wasser liegen lässt. Ja, natürlich. Das Eisen im Dreck reagiert auf die gleiche Weise und nimmt diese Farbe an. Wenn du es also ein- oder zweimal mit Alchemie auflöst, solltest du nur das Eisen herausholen können. Aber wenn große Mengen Eisen aus einer verlassenen Mine auftauchen, wäre das doch seltsam, oder? Und dann ist da noch die Sache mit der Alchemie selbstständig. Deshalb fand ich es so schade. Das ist sicherlich wahr, aber... Ryoma, wenn du glaubst, dass du es kannst, könntest du es dann versuchen? Ich bin sehr neugierig auf das, was du gesagt hast, und es gibt legale Wege, es zu verkaufen, ohne Aufsehen zu erregen. Sicher? Ich stimmte bereitwillig zu. Ich hatte kein Problem damit, meine Alchemie vor Leuten geheim zu halten, für die sie kein Problem war. Schließlich hatte Gerin das Verfahren auf Bitten eines Fremden zu Sam Menge schustert, es war also ganz einfach. Ein Schulwissen über die Wissenschaft und die Elemente reichte aus, um es anzuwenden. Der Grund, warum sich die Alchemie in dieser Welt nicht verbreitet hatte, lag in den Vorurteilen und dem Mangel an diesem Wissen. Aber um ehrlich zu sein, wenn es darum ging, nur das Eisen zu extrahieren. Was war Eisenoxid? Eisen, das oxidiert war. Was bedeutete oxidieren? Die Verbindung von Materie und Sauerstoff. Im Fall von Eisenoxid war es die Verbindung von Eisen und Sauerstoff. Was war Sauerstoff? Ein Teil der Luft, die wir in diesem Augenblick atmen. Was sollte durch Alchemie erreicht werden? Den kombinierten Sauerstoff und das Eisen mit Hilfe von magischer Energie trennen und in Eisen zurückverwandeln, Desoxidation. Wenn ich Ihnen das jetzt sagen würde, wären Reinhard und Eliaria wahrscheinlich auch dazu in der Lage. Wenn das noch nicht genug wäre,
Könnte ich noch mehr Details über Sauerstoff erklären? Für so viele Informationen würde ich weniger als eine Stunde brauchen. Allerdings hatte ich nicht die Absicht, Sie im Detail zu unterrichten, wenn ich nicht gefragt wurde. Wenn Sie es für geschäftliche oder persönliche Zwecke nutzen wollten, stand es Ihnen frei, dies zu tun. Selbst wenn es durch die Launen eines Fremden geschaffen wurde, war es in dieser Welt immer noch eine legitime Fähigkeit. Dann, nach dem Mittagessen, Ryoma. Wird das reichen? Ja. Vielen Dank. Ich zeichnete den magischen Kreis, der für die Alchemie benötigt wurde, auf den Boden, ein Quadrat innerhalb eines Kreises, und stellte die Behälter mit roter Erde, die für mich vorbereitet waren, darauf. Ich fange jetzt an. Es ist gefährlich, also pass auf, dass du nicht auf den Kreis trittst. Mit dieser Warnung ließ ich magische Energie durch den Kreis strömen und sah zu, wie er in einem Lichtvorhang erstrahlte. Die Zuschauer sahen zu, ohne einen Laut von sich zu geben, und starrten mit großem Interesse. So ging es mir anfangs auch. Aber jetzt war es so, als würde ich meinen PC einschalten. Eigentlich könnte ich mich jetzt sogar noch mehr darauf freuen, einen PC einzuschalten. Wegen der Erinnerungen. UPS, ich sollte aufhören, mich ablenken zu lassen und mich an die Arbeit machen. Es gab verschiedene magische Kreise für verschiedene Alchemiezwecke, und der, den ich gerade benutzte, war der Trennkreis. Wenn ich wollte, dass nur das Eisenoxid von der Erde getrennt wurde, schwebte die Erde von selbst nach oben und außerhalb des Kreises. Zu diesem Zeitpunkt war das Einzige, was den Lichtvorhang passieren konnte, der Schmutz, und als das Licht verschwand, blieben die rötlich-braunen Partikel in den Behältern zurück. Mit der neutralen Magie Preisal zeigte sich, dass es sich tatsächlich um Eisenoxid handelte. Ich trennte es noch einmal, wobei ich dem Eisenoxid den Sauerstoff entzog. Zurück blieben funkelnde Silberkörner. In diesem Zustand würde es vom Winde verweht werden. Ich zeichnete den Kreis für die Kombination, einen Kreis und einen fünfzackigen Stern, neben den Trennkreis. Es erforderte die Vorstellungskraft des Benutzers und sein Wissen darüber, was die ursprüngliche Substanz und die kombinierte Substanz sein sollten, aber die Verwendung dieses Kreises ermöglichte es, die Materialien oben zu kombinieren. Wenn ich das also benutze, um es zu einem Klumpen zu machen. Erledigt. Ich begutachtete den fertigen Klumpen und stellte fest, dass es sich tatsächlich um 100% reines Eisen handelte. Es war nicht zu übersehen. Ja, die Tatsache, dass ich so dachte, war ein Beweis dafür, dass ich mich an die Alchemie gewöhnt hatte, obwohl ich anfangs so begeistert von diesem unglaublichen Phänomen gewesen war. Dass ich Leute vor mir hatte, mit denen ich mich vergleichen konnte, machte mir das umso mehr bewusst. Reinhard, es ist ein Erfolg. Bitte bestätigen Sie es selbstständig. Ich reichte Reinhard den Klumpen, der aufmerksam auf meine Hände starrte, und er fuhr fort, ihn zu berühren und zu schlagen, ihn umzudrehen und gegen das Licht zu halten, bevor er seinen eigenen Beurteilungszauber wirkte. Eisen, ja. Es ist Eisen, ganz recht. Du hast tatsächlich Eisen gemacht. Es tut mir leid, Ryoma. Hey? Warum entschuldigst du dich? Bitte heb deinen Kopf. Ich schwankte bei der plötzlichen Entschuldigung. Was war in so kurzer Zeit passiert? Reinhard hob den Kopf, sah aber immer noch bedauernd aus, als er den Mund öffnete. Das ist, nun ja. Es ist eine gängige Masche, dass man mit Alchemie Geld verdienen kann. Ich habe nicht geglaubt, dass du die Leute betrügen würdest, aber ich habe auch nicht geglaubt, dass du Eisen herstellen kannst. Ich habe an deinen Worten gezweifelt. Oh, das war es also. Dich zu bitten, es mir zu zeigen, während ich an dir zweifelte, war also. Wenn es den Methoden von Betrügern ähnelt,
kann ich es dir nicht verübeln, dass du zweifelst. Es ist kein Schaden entstanden, also ist es in Ordnung. Ich bin dankbar, dass ihr das so seht. Aber trotzdem. Echte Alchemie ist erstaunlich. Wenn man bedenkt, dass man aus diesem Dreck Eisen herstellen kann. Und dieses Eisen ist sehr sauber. Es ist fast wie Silber. Das ist wahr. Liegt es daran, dass es durch Alchemie hergestellt wurde? Leider kann es nicht so verkauft werden, wie es ist. Es ist zwar wirklich echtes Eisen und Meister Ryomas Alchemie war wunderbar. Das Problem lag nicht in der Alchemie, sondern in der Reinheit. Es handelte sich um einen Klumpen reinen Eisens, der durch das Sammeln von Eisenpartikeln und Härten mit Magie hergestellt wurde. Hochreines Eisen glänzt, ist weich und verformbar und rostet weniger als normales Eisen. Das habe ich, glaube ich, mal im Fernsehen gehört. Ich hätte nie gedacht, dass ich es mal selbst herstellen würde. Tatsächlich wurde in den Nachrichten kein super hochreines Eisen mit 100%igem Reinheitsgrad vorgestellt, also war das vielleicht der Zauber. Wenn ich den gesunden Menschenverstand aus meinem früheren Leben anwenden würde, wäre eine Trennung durch Magie schon seltsam. Nun, abgesehen davon. Wenn man das Problem kannte, konnte man eine Lösung in Betracht ziehen. Wenn die Reinheit zu hoch war, wäre es dann in Ordnung, wenn ich sie einfach fallen ließe. Ich zeichnete einen sechszackigen Stern in einen Kreis und legte den zuvor entfernten Schmutz darauf. Der Zweck des sechszackigen Sterns war das Mischen, das es ermöglichte, mehrere Arten von Stoffen unvoreingenommen zu mischen. Dieser Kreis wurde nicht so oft benutzt, aber wenn er nur dazu diente, die Reinheit zu verringern, dachte ich, während ich beobachtete, wie die Farbe zu einem dunklen Farbton verblasste. Schließlich erreichte es die Farbe eines normalen Eisenprodukts, aber das bedeutete nicht, dass es ein solches war. Es gab Unterschiede bei den Verunreinigungen im Eisen, z.B. war Eisen mit mehr Kohlenstoff härter, aber auch spröder. Deshalb wusste ich auch nicht, ob es als normales Eisen verwendet werden konnte. Als ich das Reinhard erzählte, lachte er und sagte dies. Wenn das so ist, kenne ich vertrauenswürdige Händler, die das für Sie prüfen können. Wenn Sie möchten, kann ich sie Ihnen vorstellen. Wirklich. Das würde ich gerne tun. Aber natürlich. Mal sehen, wer gut wäre. Oder vielleicht doch lieber ein Schmied. Da ich es gemacht hatte, war ich neugierig auf seine Qualität. Deshalb habe ich um den Gefallen gebeten, aber danach war Reinhard so sehr damit beschäftigt, sich zu entscheiden, mit wem er reden wollte, dass er nicht an der Monstervernichtung am Nachmittag teilnahm. Eliaria war darüber ein wenig verärgert und blies ihre Wangen auf. Was soll ich tun?